Hätte besser laufen können. Ich bin unbesorgt, es ist ein guter Fahrer. Danke, Imperator. Ich stehe immer zur Verfügung. Ein neues Teil können wir eh jetzt gerade nicht bezahlen, ne? Lässt er nicht zu. Unsere Bilanz ist dafür viel zu schlecht. Drei Rennen. 180.000 pro Rennen. Vorauszahlung 1 Million. Bisschen wenig, oder? Toll, 1,5 Millionen Vorauszahlung. Ich kann mein Team nicht finanzieren. Die anderen Scouting-Reporte sind interessant. Wir haben unser letztes Rennen vor uns. Was soll passieren? Selbst wenn wir verkacken, haben wir eine gute Teamwertung. Wir kriegen gutes Preisgeld. Ich zahle nochmal ein bisschen viel Kohle ein. Für das neue Fahrzeug jetzt die letzten beiden Rennen. Deshalb sind wir auch bei der Bilanz so im Minus. Müsste ich hochrechnen. Nehmen wir den. Jetzt entwickle ich auch kein neues Teil mehr. Das war's erstmal. So, Scouting-Reporte. Interessant. Scout ich zurzeit alles? Kann eh den Vertrag nicht auflösen, das ist zu kostspielig. So, versuchen wir nochmal 5 oder besser. Wo die letzten Rennen so gut waren. Wer mal in Peking ist, bestimmt total abhotten. China! China liebt mich! Wir fahren den Hasen. Und ja, ich nehme es auf meine Kappe. Das letzte Rennen war mein Fehler. Ich dachte, ich wäre in der letzten Runde, obwohl dann haben die Reifen nochmal blockiert. Selbst wenn es nicht die letzte Runde gewesen wäre. Beziehungsweise, hätte das noch passen können. So, Wettervorhersage erst eher trocken. Vielleicht haben wir auch mal endlich ein brauchbares Wetter. Das wäre doch mal eine richtig schöne Sache. Also beziehungsweise durchgehend trocken. Da könnte man sich freuen drauf. So, beide direkt rein und was sagt das zur Grundeinstellung? Alles doof. Alles großartig.
Ja, Anna, dann darfst du schon mal Runden fahren. So viele wie gehen. Ja, okay, die Anzahl schaffst du nicht, aber 8 könntest du schaffen. Vielleicht reicht das ja schon, obwohl 82%. Gehen wir ein bisschen radikaler in die Presche, beziehungsweise ein bisschen mehr übersteuern, ein bisschen weniger in der Höchstgeschwindigkeit. Santa Anna fährt erstmal entspannt eine Runde. Bevor wir die dann auf aggressiv hochschalten. Oh, ich habe jetzt wieder gepennt und habe ihn nicht reingeholt. So, 900stel langsamer. Wenn ich genau darauf achten würde, wüsste ich auch, an welchen Streckenabschnitten mein Wagen eigentlich schlecht ist. Und ich glaube, es ist immer der Kurvenbereich. Oh, sind wir in die falschen Richtungen gegangen? Das würde ja bedeuten, dass ich genau in die andere Richtung muss. So. Scheiß Regen auf der Straße. Komm mal rein, Anna. Na toll, 50-50 sind bessere Werte als vorher. Dann zum Untersteuern. Und noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit. Und dann sollte das passen. Oh, jetzt hätte ich ihn vielleicht nicht mit den Intermediate, beziehungsweise mit den Soft-Reifen nochmal rausschicken sollen. So, raus mit dir. Ich muss nicht wissen, was du noch für Erfahrungen gesammelt hast. Wir haben schon einen guten Wert. Der Regen hört zwar gleich wieder auf, aber vielleicht haben wir die Chance, Intermediate-Reifen zu verbessern. So, für die 4 Minuten kannst du Vollspeed geben. Dich können wir noch reinholen. Und wir sollten... Renntrim, die zweite Stufe wenigstens noch schaffen. Sehr schön, jetzt hat er auch alles großartig. Und raus mit dir. Du wirst, glaube ich, gar keine Zeit mehr schaffen können. 1,20. Nee. Wenn der ins Ziel kommt, ist die Zeit rum. Ihr seid doch da wieder in einer Scheißstelle.
Und auch wenn du im ersten Sektor gut gefahren bist, Dauletev. Zweiter Sektor wurde es einfach zu sehr ausgebremst auch. Aber da kam noch ins Ziel mit 1.17.94. Aber er könnte mehr packen. Für Intermediate Reifen hat es nicht mehr gereicht. Aber es passt schon. So. Last but not least. Das Rennen. Wenn wir sehr gut abschließen, können wir die Saison gewinnen. Wenn wir sehr schlecht abschließen. Oh, er kann wieder den super Überholmodus. So, sonnig und gleich bewölkt. Treibstoff für 18 Runden. Dann kann man das Rennen wahrscheinlich bis zum Ende fahren. Nein. So 8 bis 10 Runden könnten wir mit den Reifen fahren. Dann gehen wir mal im Optimalfall von 9 aus. Ich hoffe mal, dass keiner für 18 Runden Sprit mitnimmt. Ich habe schlechte Erinnerungen an den Super-Überholen-Modus. Vor allem hat er bis jetzt noch keinen einzigen Platz gut gewonnen. Beziehungsweise... Es gab noch nicht mal einen Überholversuch bis jetzt. Mach mal nur auf Überholen. Na, Vorsicht, Mädels. So, ihr seid wieder ein Tick schneller. Manche schonen schon ihre Reifen. Na komm, zieht euch weiter auseinander. Lass mich raten, deine Reifen haben irgendwie blockiert. Sorry, ich kann dich nicht so in die Box fahren lassen. Oh, ist die wie im Sandwich gefangen, ey. Ah! Dauletev setzt jetzt hinter Safety Car, während alle anderen schon reinfahren.
So, und weil wir schnell gewechselt haben. Oh, die sind alle wieder auf Medium-Reifen. Ah, so eine Kacke. Zehn bis zwölf. Strapazierfähigkeit. Nee. Noch 16 Runden nach Boxenstopp. Sagen wir, wir schaffen mit den Reifen mal 8 Runden. Wenn wir gut mit denen umgehen. Was niemals passieren wird. Sobald er aus der Box kommt, muss er versuchen, Superüberholen zu schaffen. Oh, da kommen sogar noch ein paar in die Box, Gott sei Dank. Sonst wäre ich nämlich voll für den Arsch. Acht und zwölf, acht und zwölf. So ein Unfall macht die Welt. Vor allem schön, dass Massi Lela getroffen hat. Oder war es Machetta, der uns mal so rausgekickt hat? So, du auf neutral und super überholen. Boah, lass dich nicht überholen. Ich sehe das da schon kommen. Bleib stark, Anna. Von hinten kommt auch dein Teammate. Ups, ich wollte gleich an die Box. Richtig, lass deinen Teamkollegen ruhig durch. Weil der hat die Chance auf den Gesamtsieg. So, Dorletev ist auf 7. Ah, nein! Seine Bremsen haben blockiert. Und dabei bin ich schon, habe ich den schon eingestellt. Er soll nicht so ein Risiko eingehen. Ach komm, es ist scheißegal. Fahr so, als wenn es ein Rennen ist, Santa. Von den Zeiten her, aber es ist halt, weil wir die ganze Zeit hier geblockt werden. Wir könnten bessere Zeiten haben. Ja, deine Reifen kühlen aus, ich weiß. So. Theoretisch haben wir danach noch 10 Runden vor uns. Ich
Mit dem Medium-Reifen kann ich dann theoretisch bis zum Ende fahren. So, und ich weiß, da ist so viel Treibstoff. Macht nichts. Wir machen nämlich weiter noch das Superüberholen. So, Santan hat noch Sprit für 2 Runden. Dann lassen wir die jetzt nochmal mit Volltempo durchfahren. Wenig Treibstoff, aber nicht für diese Runde. So, 0,19, wenn wir in der Box dran sind. 9,19, wie viele Runden haben wir noch? 8 Runden folgen. Und unser Motor ist schon ganz schön am Glühen. Versuch dein Glück mit dem schnellen Wechsel. So, neutral. Sehr schön, das hat alles funktioniert. Da ist ein Teamkollege auch direkt hinter dir. Anna sollte aber bessere Zeiten fahren mit den weichen Reifen. Setz mal Sprit auf Überholen. 17 Sekunden schneller als letztes Mal. Nochmal eine Sekunde schneller. Ich kann jetzt noch kein Risiko mit den Reifen eingehen. Oh, geil. Und Daulette verfährt seine Reifen schneller als Anna. So, Noro muss auf jeden Fall noch in die Box. Das schafft er mit den Reifen nicht mehr bis zum Ende. Na komm, Anna. Ja, wir können nichts dafür, dass seine Reifen kühl sind. Oh, wow, 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 wow. Oh, er meckert nicht mehr, dass ich zu viel Treibstoff habe. Bin bei ihm wirklich am äußersten. Reifentechnisch kann ich versuchen anzugreifen. Du auch, Anna. Versuch an ihm vorbeizukommen. Na komm, na komm, na komm. Super. Ah, jetzt bleibt da. Anna, du fährst jetzt das doch bis zum Ende. Auch wenn der Motor gerade ein bisschen stottert. Daulette macht da hinten auch noch ein bisschen Ärger. Muss aber mit dem Sprit aufpassen.
So, letzte Runde. 24% auf dem Motor. Wir haben noch zu viel Treibstoff drin. Mögen die Reifen nicht explodieren. Der Letev muss seine Position halten. Oder versuch super überholen. Und greif mit deinen Reifen noch an, wenn du denkst, du schaffst das. Das war's mit dem Sprit. Noch siebter. Vierter und siebter. Damit können wir leben beim letzten Rennen. Prost! Auf eine gute Saison. So, mal gucken, wo unsere Teamwertung jetzt sein wird. Wenn ich jetzt höher gestanden hätte, hätte ich gesagt, okay, das war's. Wir haben es auf jeden Fall gepackt. Wir sind das beste Team. In der Wertung. Aber jetzt mit vierter und siebter... Und ein Rennen mit Totalausfall muss man sich da noch vorstellen. Da kann uns nichts passieren. Da wurde einer. Moment. Da wurden drei wegen widerrufigen, Moment, drei Fahrer wurden zurückgesetzt, weil die erwischt wurden bei den Befunden. Und wir sind Zweiter und Vierter jetzt. Oh, oh. Ah! 5 Punkte Abstand zu Andrea Floridi. Aber in der Teamwertung... haben wir Eastwood Motorsport geschlagen. Wir sind Beste. Wir haben die Teammeisterschaft geschafft. Und wir haben, glaube ich, angegeben bei unserem Coach oder beziehungsweise beim Vorstand, ja, wir wären so Achter. Machen wir mal als bestes Team. Heute wir echt Erster werden müssen. Mit hier, mit Ahmed. Aber Hammer-Ergebnis. Was willst du mehr? 153 Punkte, beide. Also es wäre egal gewesen, mit wem ich Erster... Obwohl, Erster hätte auch nicht gereicht. Das wären nur 2 Punkte mehr gewesen. Also für Anna reicht es nicht. Dauletev hatte 34 Punkte jetzt in dem Rennen bekommen. Und ist dadurch auf dasselbe Niveau wie Anna. Beziehungsweise er hatte ja vorher mehr Punkte. Hätten die es getauscht, wäre 4 Punkte Unterschied, dann wäre er auf 157 Punkten. Das wäre ja noch schlimmer gewesen. Wenn er aber Erster geworden wäre, hätte der gewinnen können. Hätte er wirklich die Bestwertung haben können als Fahrer. Aber alles egal. Für den Manager zählt nur die Teamwertung. Und nicht die Fahrerwertung. Alle für einen, einer für alle. 13 Millionen Preisgeld. Gewinnen Sie die Teammeisterschaft.